Dein Vorlesetalent wird jetzt gebraucht. Du hast gesagt, du willst vorlesen. Was das? Na, aber nicht so wie ich es sicher bin. Dann willst du dich setzen. Wir müssen erstmal den Zettel holen. Ne? Heimische Früchte, Apfelkirsch, schwarze Himbeere. Alles da. Müssen wir mal üben. Ha, einen Probelauf machen. Weil wir da alle mit dazugehören. Das ist in meinen schwächsten Momenten. Da sind wir mal am ehrlichsten. Doch. Krass. Markus ist schon viel Scheiße passiert. Und da war er schon viel Scheiße schuld gewesen, ne? Ja, das ist ein Ding. Und jetzt bist du in Neustadt gewesen? Ja, ich wohne. Ich unterhalte es von oben. Warst du in der Spielothek gewesen? Ja. Wolltest einfach nur irgendwo noch was essen, hast gedacht, ach. Ja, Durst gab ich so. Und dann gab es umsonst Cola. Dann hab ich gedacht, ja. Musst halt einmal mit 20 Euro neu stecken, ne? Ja, im ersten Automat nichts gewonnen. Wir stehen es rüber. Nur mal 20 Euro neu. 400 Euro gewonnen. Ja. Will ich auszahlen lassen. Das ist aber so ewig lang rüber gedauert beim Buben. Also die Punkte zahlen, was du gewinnst. Ach, das dauert eine Zeit lang, ehe du dann ausgezahlt kriegst. Ja, es bucht ganz langsam. Ha? Ja, soll halt animieren, weil es langweilig wird, um zu weiterzocken. Ha? So, dann hab ich halt danach gemacht. Das Spiel gewechselt. Drück halt 2-3 Mal auf einen Einsatz und gewinn. Nochmal 1000. Das sind 400. 1400. So, dann hab ich mich auszahlen lassen. 500 Euro ging erstmal bloß, weil der Automat dann leer war. Die hab ich dann wechseln lassen, so nur. Hätte er nochmal gedrückt, ne? Ich hatte erstmal aufgefüllt mit 2 Euro-Stücken. Dann bin ich wieder hin. Umbuchen lassen. Ewig lang gedauert. Ewig lang. Dann kam da sogar noch eine Umbuchungspause. Weil du zocken konntest. Aber es hat halt nicht das Geld, was du auf der einen Seite hast, haben, nicht auf der Auszahlungsseite gebucht in der Zeit. Okay. Von vielleicht 20 Minuten oder so, oder 15 Minuten, weiß ich nicht. Was macht man, weil es langweilig ist? Du spielst halt weiter. Ne? Also das bisschen Umbuchen dauert bei denen so extrem lange? Auch, es dauert auch, andersrum dauert es auch lang. Ach so, auch wenn du es drauf buchst sozusagen? Ja, 2 Euro gehen schnell und dann halt in 30er Schritten. Okay. Rückzug, ich weiß nicht, in 60er Schritten oder so. Kommt drauf an, ne? Wie es eingestellt ist, keine Ahnung. Hat es ewig gedauert. Auf jeden Fall dauert es ewig. Wirklich ewig. Damit du animiert wirst, weiterzogen. Ja. Das ist ja klar, ne? Du bist ja dort. Ja, klar. So. Und solange das Buch, das musst du ja von dem Guthaben abspielen. Ja, und wenn du halt dann. Meistens, also bei mir war es so, ich habe das Geld gesehen und gesagt, kannst du auch schon mal 100 verdatteln. Kannst du auch mal einen auf den hohen Einsatz zocken. Ja. Also macht mir ja sonst nie, also. Also Hardcore-Zocker, aber ab und zu mal zockst. Halt. Ja, ein Trick, gewinn halt nochmal. Bei Chiprunner. Auf 5 Euro Einsatz. Und komm halt nach ein paar, keine Ahnung, wie oft ich gedrückt habe. Oben in der Anspielung. Also Vollbild. Du kaufst erstmal Fettkohle, hat spürt 1000. Und das Ding zählt ja plus bis 1000. Das hat sich schon überschlagen, weißt du? So. Und jetzt hörst du auf, weißt du? Ich meine, du hast oben noch Freispiele gehabt. Und hab halt auf Auszahlung gedrückt, weil mittlerweile waren dann schon wieder 400 oder 500 Euro rüber gebucht. Und drück halt in der Feindbar 2 Euro Stücken wieder raus. Und das Ding wieder angegangen, Alarm, Automat, kein Geld mehr drin. So. Ein ganz normaler Alarm sozusagen. Ja, wie es halt immer ist, wenn die Dinger leer sind. Okay. Das ist halt dann die gute Frau oder Herr oder was weiß ich, dort mit 2 Euro Stücken auffüllen. Ja, das beziehungsweise, ja. Da frisst ja eigentlich auch Scheine der Automat, warum der nicht mit Scheinen am Ende ausgezahlt wird. Ja. Die alte, nee, die knitzt da lieber hin, steckt da 2 Euro Stücken. Ja. So. Immer so, ja. Stimmt. Und diesmal, da war es aber dieses Mal so, beim zweiten Mal, wo der Automat leer war, kam die mit dem Zettel defekt. Defekt. Automat kaputt. Das ist gerade nicht so. Ich bin da halt auf den Sack gegangen, ne?
kein Reinreden, also kein Reden mit der Frau, das Ding geprüft haben und Ja. Dann habe ich gesagt, gut, nee, ich gehe ja nicht eher raus, bevor das nicht geprüft ist. Der hat gesagt, in einer Stunde kommt da jemand. In einer Stunde habe ich halt weitergezockt. Ne? Die 500 Euro, was ich dann dafür rausgeholt hatte schon am Anfang, die habe ich halt an den Tag noch verzockt, weil ich bis Abend gewartet habe. Ja. Dann habe ich da drin 4-5 Stunden gewartet. Bis endlich mal ein paar Personalien ausgetauscht werden konnten. Also ich durfte meinen Namen da lassen, von der guten Frau habe ich keinen Namen gekriegt. Aha. So, und ich sollte nächsten Tag um 3 Uhr kommen. Ha, dass du dein Geld kriegst. Da ist der Geschäftsführer da und dann wird es dann geregelt. Und waren immer noch 1300 am Tag und eigentlich hätte ich die Freispiele auch noch gehabt. Ja. Wo der Mindesteinsatz bei 5 Euro, wo du erst mindestens gewinnen kannst, 200 Euro. Aha. Bei oben so viel Rädchen, was du drehen kannst. So, eigentlich stehen wir die auch noch zu. Ne? Ja. Weil die so. Haben den Automaten einfach ausgeschaltet. Ja, und dann? Am nächsten Tag habe ich bis um 3 gewartet. Habe extra 2 Zeugen mitgenommen. Die war am Vortag oben mit dort gewesen ich sind. Dann, also ich war ja allein in der Spielo am Anfang. Ach so, an dem Tag warst du allein in der Spielo. Ich habe schon David gleich angerufen. Stimmt. In Treuen. Nach dem Event. Ich habe mir ein Foto gepostet von einem Automat. Ja. Ich habe David und das hat, ja, kann nicht sein. Und die haben mir dann drei Tipps gegeben, was ich machen soll. Ne? Ha. Wie Zeugen holen. Ja. Die bezeugen können, damit das Automat, weißt du, andere Leute da drin ansprechen, die auch in der Spielothek gespielt haben, habe ich ja gemacht. Das wird ja mit der Bohrmaschine da reingehen. Ja, das ist ja schon ziemlich klar. Also, und dann nächsten Tag um 3 Uhr dort hin. Das war ja der Hammer, ne? Dort in die Spielothek. Warten Sie mal hier kurz. Okay, gut, ich hatte ja noch Bargeld mit gehabt. Warten heißt zocken. Ja. Dann steckt dort einen 20 rein, ne? Und zock. Und gewinne halt erst mit 10 Euro wieder. Ne? Ja. Ich habe ja gleich wieder verzockt. Und ich habe das noch so 25 Euro dran stehen gehabt. Ne? Komm, von allen Seiten Bullen. Und ach daran, ohne zu sagen, was es geht um irgendwas. Hast du schön rausgeschafft worden. Ne? Ich glaube, da war sogar das Tageblatt für den da, weiß ich nicht. In Neustadt? Ja, da hat er viel Aufriss. Und dann standen wir erstmal vor dem Polizeiauto rum. Und der eine etwas jüngere Bulle, da hat er gedacht, da muss man es zeigen. Ne? Weil großes Verbrechen, wie soll das sein Kind? So. Erstmal ist erstmal egal. Dann haben die da draußen versucht, einen Automatenbetrug gemacht. Ah, krass. Das Ding manipuliert. Und wie sollst du das gemacht haben? Angeblich mit dem Handy, was sie auch gleich beschlagnahmt haben. Ne? Und auch das ganze Bargeld, was ich noch in der Tasche hatte. Ach, das geht? Man kann mit dem Handy in den Automaten knacken? Angeblich. Aha, gut zu wissen. So jetzt zu können. Aha. Gibt's. Geht aber nicht. Wieden. Ich hab auch noch nie was davon gehört. Du hast nur das Spiel drauf gehabt. Ich hatte das Spiel drauf gehabt, was ich meist frei runterladen ist. Aha. Überall runterladen, kannst du sogar auf YouTube zocken, auf Facebook zocken. Was, und anstatt sie dir jetzt deinen Gewinn ausgezahlt haben, haben sie dich jetzt verhaftet und auch. Tun dich... Und haben mich dann auch gleich nächsten Tag, haben sie mich gleich zum Erkennungsdienst Dienst geholt, wo ich die DNA abgeben musste und alles, was weißt du, aha. Fotografiert worden in sämtlichen Positionen, was ich so kennt. Und dann die Anklage halt versucht, also nicht versucht, sondern veränderter Automatenbetrug. Aha. Also, beziehungsweise, es gibt ja keinen Versuch, also ist ja egal. Ja, und haben die jetzt Beweise irgendwie? Nee, haben sie nicht. Eigentlich eine Aussage von der Frau, die da Aufsicht hatte. Ja, ach, so, ich weiß aber von einer anderen Person, damit die schon mal so ein Ding abgedreht hat. Aha. In der aha. Und sich das Geld dann selber eingesteckt hat. Aha. Weil mittlerweile jetzt. Ist es so, ich habe heute Anklage, ich habe gestern die Anklageschrift gekriegt. Ha? Jetzt ist in der Anklageschrift steht drin, ich hätte wohlwissend mit anders verfeigten Verrückten, zwei anderen Mann, die ich als Zeugen dazu gerufen hätte, werden wir angeblich in die Spielothek bei laufendem Betrieb rein, mit einer Bohrmaschine. Was? Wir hätten das Ding aufgebohrt und mit 2 Euro stiegen und 1000 Euro rausgeklaut. Aber und deswegen haben sie dann auch bei der Verhaftung mein Handy fest. Also, den habt ihr mal noch Kabel. Haben sie dann beschlagnahmt und mein Bargeld, was ich in der Geld ja, also die ganzen so. Vielen 2-Euro-Stücken haben sie dann gefunden bei dir. Das ist das Kuriose. Das Restgeld von den 1000 Euro, ne? Ja. Wir haben angeblich einen 50-Euro-Schein, 2 20-Euro-Scheine und halt noch 5-Euro-Scheine gewesen, 10-Euro-Scheine. Ja klar, ich habe an der Zeit, wo sie mich verhaftet, dass ich meinen 2-Euro-Stücke da rausgeholt, bei laufendem Betrieb. Hatte noch so viel Zeit, 1000 Euro. 1000 Euro zu wechseln, 900 zu verspielen. Und das innerhalb von, ich weiß nicht. Vielleicht. Ach, und unbehelligt mit der Bohrmaschine bist du ja auch noch reingekommen in die Spielothek. Ich habe eine Verlängerungsschnur gezogen und sowas. Ich meine, das ist so ungefähr. Echt, ich habe schon. Krass, zeig her, das glaubt einem doch kein Schwein. Ich muss mal Pause tun.
Krass. Müsst du mal vorlesen. Ah ja, lass uns lieber mal vorlesen, ja, ne, dass wir hier nicht irgendwie irgendwelche Leute verraten, die da vielleicht Probleme dann kriegen. Verfahren, Geschäftszeichen. Am 13.05.2015 Ermittlungsverfahren gegen Herrn Markus Korn. So übrigens falsch geschrieben. Woher bin ich das gar nicht? Ja, und auch noch falsch geschrieben, genau. Schon mal der erste Formfehler. Das kann sich ja gar nicht handeln. Am 15.12. Ne, ja, 1980 wegen Diebstahls. Beschluss. Beschluss. Also schon beschlossen, okay. Es ist schon mal beschlossen, dass die Androhung, ne, von der Frau Müller in Neustadt bei Coburg bewirkte Beanschlagnahme der folgenden Gegenstände. Bargeld 20 Euro, 50, 10, 5 und nochmal Bargeld 5. Na, und ein Mobiltelefon. Ach, das haben sie gleich beschlagnahmt dann, bei dir. Ja, das haben sie gleich weg. Das ist vor allen Dingen, schaffst du das, das hast du schon erst eine Art halbe Woche vorher gekauft. Ach nee. Jetzt keiner mehr weiß, wie er den Herrn erreichen soll, zwecks Arbeitsaufnahme oder sonstigem. Na, ist erstmal dahingestellt. Okay, wird, zu den Gründen. Wird gemäß Paragraph 94 irgendwas bestätigt. Bla, bla, bla. Was steht bei den Gründen? Gründe: Aufgrund bisherigen Ermittlungen besteht folgender Tatverdacht. Am 2.5.2015 zwischen 15 und 17 Uhr hielt der Beschuldigte zusammen mit einer verfolgten anderen Person. Mit einer anderweitig verfolgten? Ist auch egal. Das muss ich schmerzen dann? Gut, okay. Ist auch egal. Und einem anderweitig verfolgten Person namens bla bla bla. Platz 2 in Neustadt bei Coburg auf. Dort entwendete der Beschuldigte aufgrund eines gemeinsamen Tatplans Habt das also ausgeheckt mit anderer gefolgten Person und anderer, wie gesagt, insgesamt 1000 Euro aus einem Automaten. Okay. Um diese für sich zu behalten. Ne? Okay. Was gebohrt? Was hat er? Er hat Löcher in die Automaten in Höhe der 2 Euro Geldbehälter gebohrt, um so die Wegnahme zu sichern. Ach so, die Wegnahme. Zu ermöglichen, ja. Da hat er Löcher durchgebohrt, 2 Euro groß angeblich, mit einer Bohrmaschine. Was, 2 Euro, also dass genau die 2 Euro Stücke reinpassen, durchpassen. Das weiß ja keiner, das müsst ihr uns mal erklären, ja, das wäre mal cool. Also es wäre toll, wenn uns das jemand, ein Sachverständiger, irgendwie mal demonstrieren könnte. Genau, wie das bei den Automaten geht. Wie das so zu verfolgen. Warte mal, hier oben, das war aber, glaube ich, das Interessanteste. Ja, ne? Soweit. Einer der Beschuldigten selber handelte, billigte er das Tun des jeweils anderen Handeln wie sein eigenes. So, dann müsst ihr ja dann theoretisch, ne, wenn es wirklich so passiert, wie die schreiben. Die Person, die mich da angezeigt hat, muss es dann auch geduldet haben. Was noch toll ist. Da fehlt also sie haben keine Bohrmaschine, sie haben das keine... Das halt so gemacht, so wie die drei schreiben. Das ist krass. Das Tollste ist... Rein logisch, wir müssen ja jeder wissen, wie die Dinger gebaut sind. Ja, eigentlich von schon, dem, ne? Von dem, was hier angegeben ist. Das stimmt, ja, richtig, genau. Das müsste uns mal jemand erklären. Von dem, was hier angegeben ist und sichergestellt wurde, fehlen noch 10 Euro. Vor allem im laufenden Spielotrieb soll ich eine Bohrmaschine ausgepackt haben. Welche Spielothek macht denn das mit? Das sind überall Überwachungskameras, dachte ich. Das ist zweitens, was ich meine. Ja. Sind ja klar, sind da Überwachungskameras. Ja, das außerdem noch, ne? Und drittens mal musst du ja am Automaten sehen, was ich meine. Stimmt. Keine Ahnung, was mit dem Automaten. Also krass. Ich weiß nicht, da sollst du mir Fotos von den Löchern zeigen. Genau, also ich bin gespannt, was da demnächst rauskommt, aber wir alle haben ja gesehen, wie Frau Merkel den Fisch geschluckt hat, ne? Und ich glaube, wir sind die Fische, die jetzt geschluckt werden. Da wird ja ein Loch gebohrt. Ja, aber naja, mal gucken. Wir haben ja auch ein kleines bisschen Macht mittlerweile.